Hallo meine Lieben, heute habe ich den 50 Facts About Me Tag, ist das glaube ich, ist das ein Tag? Ich glaube, das ist ein Tag, für euch. Und zwar werde ich heute 50 Fakten über mich euch erzählen und ja, da sind auch einige unnötige Dinge dabei, aber ich finde, das macht das Ganze auch interessant und einfach total cool. Und ich gucke diese Videos selber sehr, sehr gerne, weil ich es einfach mega spannend finde, was über andere Leute zu erfahren. Und ich hoffe, ihr auch und bleibt deshalb dran. Eine Frage, die wirklich oft gestellt wird, ist Frage nach dem Alter. Ich bin heute 20 Jahre alt geworden, deshalb auch ein Geburtstagsspecial. Also ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe am 16. Januar Geburtstag. Ich habe einen Freund, wie ihr wahrscheinlich schon wisst und durch den Boyfriend-Tag zum Beispiel schon mitbekommen habt. Und wir sind schon seit 4,5 Jahren zusammen. Das bedeutet, dass wir mit 15 Jahren zusammengekommen sind. Also ziemlich früh. Im Sommer 2013 habe ich mein Abitur absolviert und während der ganzen Schulzeit eigentlich war mein Lieblingsfach Deutsch. Mathe hingegen konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Allerdings hatte ich trotzdem einen Abiturdurchschnitt von 1,9. Über den habe ich mich trotzdem geärgert, weil ich einen Punkt an 1,8 vorbeigeschrammt bin. Und tja. Das sind Probleme. Ich habe drei Geschwister, also zwei Brüder und eine Schwester. Meine Schwester und ein Bruder sind allerdings Halbgeschwister, deshalb habe ich nur einen richtigen Bruder. Ich würde, wenn ich könnte, jeden Tag Nudeln essen, weil ich Nudeln einfach liebe. Allerdings ist das genau das gleiche mit Schokolade, weil ich ein riesiger Schokoladenfreak bin. Letztes Jahr war ich für ein halbes Jahr mit meinem Freund in Neuseeland. Und dort sind wir unter anderem rumgereist und haben gearbeitet, zum Beispiel auf einer Kiwi-Farm und haben Kiwis gepflückt. Ich muss meine Haare immer doppelt schamponieren, weil es mir irgendwann mal eine Friseurin empfohlen hat und seitdem kriege ich diesen Tick nicht mehr weg. Ich habe 6 Jahre lang in einem Tanzverein getanzt, bis dieser aufgelöst wurde und ja, damit habe ich meine Tanzkarriere sozusagen auch erstmal an den Nagel gehängt. Ich liebe Weihnachten und die Weihnachtszeit, auch wenn sie wahrscheinlich sehr stressig sein mag für einige, aber ich liebe sie. Allerdings kann ich Schnee und Kälte so gar nicht ab. Also Schnee, wenn er frisch ist, geht vielleicht noch, aber wenn er matschig ist und die Kälte dazu, kann ich gar nicht ab. Also ich bin ein Sommerkind und was damit irgendwie auch zusammenhängt, ich bin eine ganz schön große Frostbeule, also ich friere eigentlich ständig. Ich bin Rechtshänder. Meine Eltern wollten nie Haustiere haben, also vor allem mein Papa nicht. Der wollte nichts Fälliges an Haustieren haben, also keine Katzen oder Hunde oder sonstige Dinge, die Fell haben, weil die meiste Arbeit machen. Und deshalb haben mein Bruder und ich damals Fische bekommen. Irgendwann konnten mein Bruder und ich allerdings unsere Mutter dazu überreden, dass wir zwei Meerschweinchen bekommen. Ich bin ziemlich klein, gerade mal 1,64 Meter. Ich habe schon dreimal meinen Personalausweis verloren, allerdings ist er immer wieder durch eine andere Art und Weise zu mir zurückgekehrt. Also einmal hat ihn ein netter Mensch auf der Straße gefunden und an mich zurückgeschickt. Einmal hat ihn ein Freund von mir gefunden und das dritte Mal weiß ich gar nicht mehr genau, aber er kommt immer wieder zu mir zurück. Außerdem wurde mein erstes iPhone geklaut. Darüber war ich sehr, 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 sehr traurig, weil es mir zum einen natürlich um mein iPhone ging und zum zweiten darum, dass ich die ganzen Nachrichten, die ganzen Bilder und alle möglichen Erinnerungen auf meinem Handy gesammelt hatte. Ich habe vor 1,5 Jahren meinen Führerschein gemacht und sowohl die Theorie als auch die Praxis beim ersten Mal bestanden, was ich mir selbst eigentlich überhaupt nicht zugetraut hätte. Als Kind bin ich sehr oft und sehr gerne Inlineskater gefahren und konnte das auch ziemlich gut. Und ja, das habe ich sowohl mit meinem Bruder als auch mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden sehr gerne gemacht. Auf Rummeln oder Weihnachtsmärkten hasse ich es, diese komischen Schleuderteile, die auf, rauf und runter und sich überschlagen und boah, sowas zu fahren, das kann ich gar nicht leiden. Aber ich bin mit meinem Freund zusammen in Neuseeland Bungee gesprungen. Tja, das ist ein kleiner Widerspruch. Ich bin ein ziemlich großer Kaugummi-Freak, also ich kaue wirklich sehr gerne Kaugummi und habe eigentlich auch immer welche in meiner Handtasche. Ich bin sehr emotional und fiebere wirklich mit jedem und allem mit. Ich kann mich gut in Menschen reinversetzen und das führt leider dazu, dass ich auch sehr oft weine. Sei es bei Filmen oder in der Realität. Aber ich habe noch nie vor Freude geweint. Ich war bereits auf drei Kontinenten
Europa, Asien und Ozeanien und insgesamt schon in 15 Ländern. Ich möchte unbedingt nochmal New York sehen, also oder generell Amerika. Und im Sommer diesen Jahres fliege ich noch zusammen mit meinem Freund nach Thailand. Momentan mache ich einen Freiwilligendienst zur Vorbereitung auf mein Studium. Ich gehe unglaublich gerne ins Kino, weil ich die Atmosphäre dort liebe und ich liebe es dort Filme zu gucken. Allerdings habe ich kaum Freunde, die dies genauso gerne tun wie ich. Ich bin für ein Mädchen ein ziemlich großer Fußballfan, also ich schaue sehr, sehr gerne Fußball und habe auch früher immer zusammen mit meinem Bruder FIFA gespielt. Ich kann zu jeder Jahreszeit Eis essen. Es ist mir völlig egal, ob Winter, Sommer, Herbst oder Frühling ist. Ich esse einfach immer Eis. Wenn ich die Lautstärke an meinem Fernseher reguliere, muss die Lautstärke immer auf einer geraden Zahl sein. Das heißt, wenn der Fernseher zum Beispiel auf eine Lautstärke von 21 eingestellt ist, stelle ich ihn auf 22 um. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee, dafür trinke ich umso lieber Tee oder Kakao. Für die Schule habe ich damals immer nachts gelernt. Ich habe mir teilweise auch um 4 Uhr nachts einen Wecker gestellt, bin dann aufgestanden und habe dann gelernt, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass man sich nachts die Sachen besser einprägt. Obwohl das, glaube ich, totaler Schwachsinn ist, aber mir hat es irgendwie trotzdem geholfen. Ich bin sehr kinderlieb und verbringe meine Zeit sehr gerne mit Kindern. Viele sagen auch, ich bin ein ziemlich großer Kindermagnet. Und ja, auch wenn sie manchmal anstrengend sind, ich habe Kinder wirklich sehr gerne. Ich habe sehr oft einen Lachflash und kann mich teilweise auch Stunden oder Tage danach noch genauso darüber amüsieren, wie zu der Situation da gerade. Ich bin Nichtraucher und Spätaufsteher. Also wenn der Wecker klingelt, bleibe ich noch mindestens 10 Minuten liegen. Was jetzt dazu geführt hat, dass ich mir eigentlich meinen Wecker schon immer viel früher stelle, damit ich noch mindestens 10 Minuten liegen bleiben kann. Ich werde sehr schnell rot, was mich selber total ärgert und aufregt und total stört. Ich habe erst sehr spät angefangen, mich zu schminken. Also ich glaube erst mit 14 oder so habe ich Wimperntusche ausprobiert und den Rest noch später. Ja, aber ich war in der Klasse auch eine der wenigen, die sich überhaupt geschminkt hat, sei es mit Wimperntusche oder irgendwas anderem. Ich habe eine sehr empfindliche Nase. Ich rieche wirklich alles und nehme alle Gerüche und Düfte wahr. Ja, was auch dazu führt, dass ich mich oft über irgendwelche Gerüche beschwere, die kein anderer außer mir riecht. Während der Schulzeit habe ich immer Deutsch- oder Englischaufsätze für meinen Freund geschrieben, weil er eine kleine Deutschschnitte war. Aber dafür hat er mir in Mathe geholfen. Und mein 50. Fakt bezieht sich auf Freunde. Und mir fällt es nämlich ziemlich leicht, Freunde zu finden und sie auch leicht in mein Herz zu schließen, wenn sie mir freundlich sind, wenn sie freundlich zu mir sind und wenn ich viel Kontakt mit ihnen habe. Das war es eigentlich auch schon. Das waren die 50 Fakten über mich. Wie gesagt, es war von interessant über unnötig, über vielleicht witzig, alles dabei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwas wiedererkannt habt, was vielleicht bei euch auch auf euch auch zutrifft, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und sage Tschüss.